Wir steigen ein in den Tagesordnungspunkt 13. Und da würde in der Fraktionsrunde diesmal die CDU-Fraktion beginnen. Und das Herr Thiele. Ja, sehr geehrter Herr Bürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, jetzt reden wir über das andere Projekt im Bebauungsplan 357, jetzt Bebauungsplan 357c. Marina Garden geistert ja nun schon eine ganze Weile durch die Presse mit verschiedenen Thematiken, Elbradweg wegbaggern, Investoren fühlt sich verschaukelt und entsprechend unfair behandelt. Und da ist natürlich auch was Wahres dran, das muss man hier klipp und klar sagen. Denn wie hier verfahren wird, das ist schon eine grobe Unverfrorenheit. Es grenzt an Rechtsbruch oder ist Rechtsbruch vielleicht sogar. Ich bin kein Jurist und kann es nur schwer bewerten, mal ganz ehrlich. Aber ich glaube, hier weht jetzt tatsächlich ein neuer Wind in dieser Stadt und dieses Vorhaben ist dafür exemplarisch. Einerseits wurde im Wahlkampf postuliert, dass man bezahlbaren Wohnraum hier in dieser Stadt schaffen will und dann legt man Investoren, die Wohnraum schaffen wollen, Steine in den Weg, wo man nur kann. Selbst wenn hier dann bei dem Projekt entsprechend Vorschläge gemacht wurden, das Projekt wurde abgespeckt, es wurde zugegangen auf die Kritiker des Projektes und es wurde sozusagen versucht, hier einen Kompromissvorschlag zu unterbreiten. All das wird in den Wind geschlagen, wird ausgeschlagen und soll entsprechend anders beschlossen werden, um dieses Investitionsvorhaben zu verhindern. Sehr schade, muss ich sagen. Und zur ganz aktuellen Entwicklung, da hatten wir ja nun vorhin gerade noch eine Sondersitzung, Bauausschuss, 15 Uhr, für alle von uns eine große Herausforderung, die wir noch eine Arbeit nebenbei haben, 15 Uhr hier im Rathaus zu erscheinen. Wer zu spät kam, war rot-rot-grün, dann wurde ein Affentanz abgehalten über die Frage der Befangenheit einer Stadträtin. Die Stadträtin ist dann nach einer Auszeit nicht wieder zur Beratung erschienen. Irgendwann später kam ihre Vertreterin und dann wurde sozusagen diese neue Vorlage hier durchgestimmt mit nochmal einer kurzfristig eingereichten neuen Vorlage und eines neuen Planes von Seiten der Verwaltung. Ganz ehrlich, wir sind hier nicht bereit, diesen ganzen Zauber weiter mitzumachen. Wir lehnen diesen Beschlussvorschlag hier unter Top 13 komplett ab. Das betrifft alle Beschlusspunkte. Wir halten das gesamte Verfahren für äußerst fragwürdig und überhaupt nicht für einen gangbaren Weg. Und auch dort wird es möglicherweise wieder eine rechtliche Prüfung geben, wie das ausgeht. Das vermag ich tatsächlich nicht zu sagen, weil es eine ganz komplexe Thematik ist, in der wir uns hier befinden. Viele Aspekte, die hineinspielen. Das geht bei der Frage der Befangenheit einer Stadträtin los und hört bei den komplexen, bei der komplexen Bewertung von Bauvoranfragen und von Baugenehmigungen dann auf. Wir glauben, dass die ursprüngliche Beschlusslage, die bisher ja formal, zumindest nach meiner Einschätzung, noch gilt, eigentlich eine wäre, mit der alle gut leben könnten. Wir glauben auch, dass, wenn man ein vernünftiges Gespräch erlischt, ja ein vernünftiges Gespräch geführt hätte mit der Investorin, es zu einer guten Lösung gekommen wäre und nicht, wie Sie vorhin so schön blumig hier dargestellt haben, nach dem Motto, wir setzen uns zusammen und haben unsere Vorstellungen und wenn die Investoren denen nicht folgen, dann machen wir eben, was wir mit unserer Mehrheit hier beschließen und das gilt dann.
Ich glaube, das ist keine gute Grundlage für die Arbeit, die wir hier im Stadtrat zutage legen sollten und für das gemeinsame Miteinander, wie wir diese Stadt entwickeln sollten. Wie gesagt, finden wir sehr schade, finden wir auch nicht den richtigen Weg. Deswegen lehnen wir diesen Beschlusspunkt hier komplett ab. Vielen Dank. Als nächstes Fraktion Die Linke, Herr Wirtz. Ja, liebe Stadträtin, liebe Stadträte, ich kann ja schon mal anfangen, ohne dass die Bilder da sind, zeigen die im Anschluss noch. Herr Thiele, es ist ja so, diese Investoren, glaub nicht, dass es ein Investoren ist, mit ungefähr, was weiß ich was, 3 Millionen Bilanzsumme, da wird sie das nicht stemmen können. Sie ist eine Bauträgerin, die versucht dann mit fremdem Geld dort auf Durchlauferhitzertour etwas zu entwickeln, das schnell zu verkaufen und sich vom Acker zu machen. Insofern ist es eine Bauträgerin, aber Projektentwicklerin, keine Investorin. Das bitte ich mal zu unterscheiden, vielleicht im Unterschied zum Herrn Saal, dem Herzogin Garten. Der baut mit seinem eigenen Geld, sein eigenes Risiko und da ist das was anderes. Der Elbradweg ist ja, mal sagen, sehr stark frequentiert zurzeit. Das ist also das Stück, was nicht weggebaggert wird, sondern das ist das Stück, was im öffentlichen Bereich liegt, was nicht Frau Töberich gehört oder anteilig gehört. Wir sehen im Hintergrund die Ruin, die sie uns hinterlassen hat. Es ist ja so gewesen, das ist bis vor kurzem noch durch den Freiraum Elbtal genutzt worden, das Gelände. Nach der Räumung hat sie also auch bauordnungsrechtswidrig, denke ich mal, bauordnungswidrig dort reingerissen. Sie hat die Standsicherheit aller Gebäude gefährdet, vorsätzlich, und hinterlässt hier in einem eigentlich verfahrensfreien Bauvorhaben oder auch Abrissvorhaben, das muss aufgrund der Größe der Gebäude nicht angemeldet werden, nicht angezeigt werden. Trotzdem ist sie dafür verantwortlich, dass hier die Bauordnung eingehalten wird, und das tut sie in meinen Augen nicht. Ja, da gehen also durchaus mal Leute hin zu diesen Gebäuden, die dort in ihrer Restsubstanz stehen. Ja, wir sehen, im Hintergrund sind die abgerissen, da vorne ist das Dach hochgehoben, die Ringanker sind nicht mehr da und direkt am öffentlich zugänglichen Bereich ist also hier sozusagen die Gefahr der Gesundheit der Leute, die hier vorbeigehen können. Es ist kein Zaun, kein Nichts da, keine Absperrung. Die Gebäude sind also nicht sachgemäß abgerissen. Wie gesagt, Gefährdung der Standsicherheit sieht man hier an dem hochgehebelten Dach, dem beschädigten Mauerkrone da oben. Ja, wir sehen hier diese Fenster, hier gibt es auch bei Wind keine Standsicherheit mehr, die Wand ist ungefähr 3 Meter hoch und ich denke mal, in Bezug, ob man ein Baugenehmigungsverfahren hier nach § 34 zulässt oder ob man der Frau damit freie Hand lässt, dort zu tun und zu lassen, was sie will, denke ich mal, ist es schon richtig, sie an die Kandare zu nehmen und ihr ein bisschen auch, wenn wir sagen, ins Heft zu diktieren, was sie dort bauen darf und was sie nicht bauen darf. Ich finde auch merkwürdig, dass die Bauordnung hier noch nicht eingeschritten ist und dies hier in diesem Zustand einfach so belässt. Ja, wir sehen hier noch den Hintergrund dieses Gebäudes. Also da ist kein Gebäude mehr, sondern da ist im Prinzip so diese, wahrscheinlich will ich hier einen Kriegsfilm drehen, ich weiß es nicht. Ja, hier nochmal diese Stellen, die können jederzeit auch runterkommen. Ja, das ist also eine Frau, die will uns hier in der Stadt diktieren, was erlaubt ist und was nicht erlaubt ist. Sie weiß es im Prinzip selbst nicht. Ja, das ist also das, was im öffentlichen Bereich nicht in dem Grundstück drin, sondern was dort am Elbradweg schon runtergekommen ist. Ja, also wenn dort jemand hingeht, aus Neugierde, aus irgendwelchen Gründen, da gehen auch Leute hin, weil die einfach gucken wollen, was ist da los. Das ist dann sozusagen das Gefährdungspotenzial, was hier vorhanden ist. Und Sie auf der rechten Seite des Stadtrates haben hier sozusagen, oder von der CDU besonders, machen sich es zur Aufgabe, auch mit Ihren Bürgermeisterkandidaten hier dieser Frau zu irgendwas zu verhelfen. Das kann ich eigentlich nicht verstehen. Also der Innenminister als auch Hüter der Bauordnung ist auch dort gewesen. Er hatte vermutlich für alles Augen, aber nicht für die Gefahren auf der Baustelle.
Ja, also genehmigungsfrei bauen, es funktioniert schon beim Abriss nicht. Ich weiß nicht, ob das in den Referenzen der Dresdenbau auftaucht. Sie haben hier nochmal die Frage, bei Windlasten kann Ihnen kein Mensch nachweisen, dass diese Wand stehen bleibt. Es ist sozusagen dieser Abriss, um die Gebäude unbenutzbar zu machen. Das ist nach Bauordnung nicht zulässig. Nach Bauordnung darf die Standsicherheit auch im Abriss nie gefährdet werden. Ich kann Ihnen noch ein paar Bilder zeigen, wie es dann auch im Inneren aussieht. Hier nochmal die Fragen, also das sind wirklich so Dinge, die auf 7:30 sitzen, ja, also das kann da jederzeit runterkommen, ein Windstoß oder vielleicht wenn es runterrutscht, das ist nicht mal in irgendwas, es hält nur noch auf Reibung da oben, ja. Und das ist das Spektakuläre, wir werden dort nicht den spektakulären Abriss, den Einsturz eines Gebäudes haben, aber schon das ist ein Gefährdungspotenzial, was zu schweren Verletzungen bis zum Tod führen kann, wenn das aus 2-3 Metern Höhe herunterfällt. Hier nochmal ein Eindruck vom Inneren, was uns die Frau Töberich hinterlassen hat in ihrer Abrissorgie. Also es ist hier nicht das Ergebnis eines linksradikalen Happenings von Anarchisten, sondern das ist die Tätigkeit von Dresdenbau in Dresden oder der Grundstückseigentümerin. Wir haben hier ein Überflutungsgebiet. In Überflutungsgebieten ist es also gefährlich, dort sozusagen auch Treibgut zu erzeugen. Wir haben hier die undefinierte Erzeugung und auch vollkommen ungeklärte Lagerung von Abrissmaterial. Das ist unzulässig. Ich denke mal, auch das sollte die Bauordnung sich mal hier, die Baubehörde sich mal damit beschäftigen. Ja, wir haben auch hier so Industrieanlagen, ob das noch genehmigungsfrei, anzeigenfrei ist, weiß ich nicht. Also hier reingerissen, hier oben stehen also größere Kesselanlagen, wie das zu sehen ist. Ich denke mal, es spricht dafür, wir müssen hier ein B-Plan-Verfahren eröffnen. Ich denke mal, nach Paragraph 34 wird das nichts. Ich denke mal, hier ist ganz klar, dass wir gut beraten sind, wenn wir auf unserem Bebauungsplan und wo wir alle über Jahre hinweg zugestimmt haben, auch die CDU hat dort zugestimmt, 2010, 2012, 2013 dann noch, dass wir hier sozusagen weiter das Zepter in der Hand halten und hier nicht der Willkür Tür und Tor öffnen. Vielen Dank. Als nächste Fraktion Bündnis 90 Die Grüne, Herr Löse, bitte. Ja, liebe Kollegin Eim, hatten Sie recht. Verehrter Kollege Thiele, es ist eine komplexe Materie. Und das war's dann. Die Sondersitzung verursacht ist durch Sie, meine Damen und Herren von der CDU. Und ja, da tauchen Fragen auf, weil es rechtsschwierig ist, weil es komplex ist. Und das muss aber auch entsprechend geklärt werden. Und ich sage Ihnen, da hilft uns nichts, wenn ein Herr Innenminister Ulbricht da auf dem Elberath Landweg rumtanzt und irgendwie so tut, als ob er diese Probleme da mal so in den Griff bekommt, dann in die Landesdirektion die Stadt und Frau Töberich einlädt, um da so zu tun, als ob er irgendwie der Herr des Verfahrens ist. Und ich will Ihnen auch mal sagen, diese Frage der Befangenheit, das ist eigentlich, wie es hier vorgetragen wird, eine Unverschämtheit. Wir fassen heute einen neuen Aufstellungsbeschluss. Sie wissen alle, Thilo Wirtz hat gerade gesagt, wie das da aussieht. Wo bitte ist die Befangenheit? Wo ist da der Freiraum Elbtal? Wo ist dort jemand, der in irgendeiner Form da befangen sein könnte? Ich sage mal ganz klar, das ist Wahlkampfalarm. Und Frau Töberich ist sich nicht so blöde, sich dafür herzugeben. Und Herr Thiele, neuer Wind, das heißt ganz klar Verantwortung. Wir versuchen hier verantwortungsvoll eine Planung hinzubekommen. Und zwar, weil wir wissen, dass es ein sehr kompliziertes Baugebiet ist. Es wurde gerade darauf hingewiesen und wir können, und ich verstehe Sie auch nicht, darüber nicht hinweggehen, dass hier 2002 ein Hochwasser war. Sie haben gerade gesehen, wo diese Markierungslinien da waren. 2013 nochmal nicht ganz so hoch, aber fast genauso hoch an dieser Stelle. Und Sie wollen allen Ernstes nach § 34 dieser guten Frau hier Baurecht einräumen. Das ist nicht zu verstehen. Und ich sage Ihnen auch, bezahlbarer Wohnraum an dieser Stelle, alles, was ich von diesem Projekt kenne, da sage ich nur, das ist ein Witz. Und Sie wollen auch, dass Frau Töberich hier im Überschwemmungsgebiet arbeitet. Sie wissen ganz genau, dass wir alle den Gebietsschutz für dieses Gebiet für wichtig halten. Das haben Sie im Übrigen auch mit beschlossen. Also wie wollen Sie das machen, wenn Sie hier sagen, nach § 34 soll gebaut werden? Wie soll dieser Gebietsschutz hier überhaupt eingeordnet werden können? Das ist nicht möglich und das wissen Sie auch ganz genau. Zum Beschluss selber. Wir fassen hier einen Aufstellungsbeschluss. Ganz entgegen der Behauptung, dass wir hier nichts tun würden. Und wir fassen ihn, weil wir genau wissen, dass wir hier Rechtssicherheit herstellen müssen. Und genau dieser selben Meinung ist auch Ihre Verwaltung oder die Verwaltung dieser Stadt Dresden mit dem jetzt Baubürgermeister Marx. Und Sie wissen auch, dass diese Veränderungssperre bereits im nächsten Gremium uns hier erreichen wird, damit eben keine ungeordnete Entwicklung dort eintritt, die jetzt ja bereits droht.
Und ich will Ihnen die Systematik hier kurz erklären. Wir würden gerne zur Abstimmung stellen, natürlich das, was wir jetzt im SB hier als Beschlussempfehlung haben. Und wir folgen dem Weg der Stadt, den vorgeschlagenen Weg, maximale Rechtssicherheit herzustellen. Deswegen, obwohl wir wissen, dass unser Beschluss rechtssicher ist, denn wir haben ihn damals mit übrigens Bewertung der Stadtverwaltung selber, die gesagt hat, es gibt keine Befangenheit, zurückgewiesen. Und trotzdem wollen wir, weil wir wissen, wir brauchen jetzt den Aufstellungsbeschluss für die Veränderungssperre, heute uns darauf einlassen, dass wir diesen alten Beschluss aufheben und gleichwohl natürlich unsere Ziele des Bebauungsplanes hier wieder hineinstimmen. Das ist der Punkt 2, wo klar definiert ist, dass eben nicht die Dresdenbau unten an der Elbe baut, wo das Hochwasser in jedem Fall immer wieder hinkommen wird. Und wir wollen auch, das nehmen wir von der Stadt hier mit auf, dass in diesem Punkt 4 natürlich mit den Eigentümerinnen in diesem Werkstattverfahren geschaut wird, wo man hier städtebaulich eine Lösung hinbekommt. Natürlich unter der Voraussetzung, dass hier erstmal der Gebietsschutz geklärt ist. Und diese Hochwasserlinien, sage ich Ihnen auch mal, liegen uns eben immer noch nicht vor. Nicht wir verzögern hier, sondern im Umweltamt sind diese Linien bisher nicht aufgezeigt. Die sollten schon seit einem Jahr uns vorgelegt werden. Oder das Land legt eben nicht vor. Das ist Herr Ulbich, glaube ich, ne? Wenn ich mich nie ganz dolle irre. Der Kandidat, der in Dresden Bürgermeister werden will. So ist es. Genau. Und deswegen haben wir diesen Punkt 4 hier mit reingenommen. Punkt 5 nur zur Erläuterung für die Öffentlichkeit. Es gab ja die Behauptung von Frau Töberich, dass die Stadt hier also eine neue Elbbrücke plant und noch andere Verschwörungs-Illuminati sind hier am Werk. Globus will sie also verhindern und all diese Sachen haben wir gehört. Hier steht, die Ergebnisse der laufenden Untersuchung zu den Rahmenbedingungen für die Errichtung einer Elbbrücke aus dem Stadtratsbeschluss sind in der Bauleitplanung einzubeziehen. Und das Ergebnis dieser Untersuchung wurde uns vorgestellt und es wurde klar gesagt, es ist nicht nötig und auch nicht möglich, also möglich schon, aber nicht nötig, nach irgendeiner Vorgabe dort eine Elbbrücke zu bauen. Und um das auszuschließen, steht es hier nochmal drin, damit ist nicht gemeint, dass hier eine Elbbrücke gebaut wird. Und der letzte Punkt, Punkt 6, wir wollen eben in diesem Gebiet auch bezahlbaren Wohnraum. Und wir sehen natürlich, dass dort Flächen sind, die dem Retentionsraum wieder zugeordnet werden müssen. Wir wollen dort einen breiten Grünstreifen aus der Frage der Hochwassersicht und natürlich auch als Aufenthaltsraum für die Dresdner. Und deswegen wollen wir hier bestimmte Programme abfragen, um auch dort in ein Verfahren zu kommen, was am Ende zu einer guten Lösung führt. Vielen Dank. Als nächste Fraktion, die SPD-Fraktion, Herr Dr. Lames. Herr erster Bürgermeister, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich möchte jetzt zunächst einmal in einem Punkt Herrn Dr. Böhmekorn recht geben. Es wäre sicherlich schön, den Masterplanauftrag, den wir vorhin im letzten Tagesordnungspunkt beschlossen haben, wenn wir den gründlicher und früher hätten vorlegen können. Aber man muss auch mal deutlich sagen, das ist in einem rechtlich ausgesprochen schwierigen Thema und es ist auch in einem politisch ausgesprochen schwierigen Thema, in dem wir uns hier bewegen. Und ich ergreife die Gelegenheit, genau zu erklären, warum wir als SPD uns das nicht so leicht gemacht haben, zu sagen, oh, wir haben ja dem Aufstellungsbeschluss für die HafenCity zugestimmt beim letzten Mal und den fassen wir einfach neu. Der Sache nach wäre es möglicherweise gegangen. Aber wir müssen sehen, dass wir für kontinuierliche Entscheidungen miteinander sorgen. Und diese kontinuierliche Entscheidung, verlässlich und zum Wohle der Stadt, die ist mit Ihnen gerade nicht gewährleistet. Und ich zeige Ihnen jetzt auch, warum das so ist. Denn wir haben eine klare und ich glaube auch sehr vernünftige Linie. Die ist, zuerst den Masterplan, der das gesamte Gebiet der Leipziger Vorstadt ordnet, den zuerst zu machen und dann Baurecht zu schaffen. Und wir wissen genau, dass wir diesen Masterplan überarbeiten müssen, weil er den Anforderungen der Hochwassersituation nicht mehr standhält. Dann schaffen wir Baurecht. So, in der Reihenfolge. Und dann haben wir auch eben beschlossen, wenn es notwendig ist, um eine ungeordnete Entwicklung entgegen den Zielen des Masterplans zu vermeiden, auch in diesem Ausnahmefall, dann treten wir ein, auch in eine konkrete Bauleitplanung. Und jetzt ist nämlich Folgendes, die CDU, die ebenso getan hat, als wollte sie dem Masterplan zustimmen, die
wäre jetzt bereit, diese ungeordnete Entwicklung, die dem Masterplan zuwiderläuft, einfach zuzulassen. Und deshalb ist es mit Ihnen eben nicht möglich. Und deswegen suchen wir die Gemeinsamkeit in der Kooperation, so wie wir es im Sommer vereinbart haben. Und das ist auch gut so und gerade für die Stadt. Ich möchte an der Stelle gerade für dieses Gebiet 357c, über das wir jetzt sprechen, auch nochmal klarstellen, dass wir exakt den Weg hier gehen mit Planaufstellung und dann voraussichtlich in der nächsten Sitzung mit einer Veränderungssperre, den die Stadtverwaltung auch gehen will. Wir haben möglicherweise unterschiedliche Vorstellungen, was einzelne Planungsziele angeht, aber da muss man auch deutlich sagen, was ein Planungsziel bei der Aufstellung ist, das ist noch lange keine Festsetzung hinterher. Das muss man tatsächlich und rechtlich sehr gründlich prüfen. Und das werden wir tun. Die Zeit nehmen wir uns. Dafür ist das Verfahren da, geordnet unter Einbeziehung aller Beteiligten. Was Sie aber machen hier und Ihr Kandidat allen voran, das ist Trittbrettfahren. Ja? Mit einer Investorin, die nun wirklich so richtig nicht mehr ernst zu nehmen ist. Wenn ich mir das vorstelle, allein von der Sache her, die Drohung, dort einen Radweg einfach wegzubaggern, ja, und damit etwas erreichen zu wollen, im positiven Sinne, weil man die Stadt voranbringen und was bauen will. Also wenn Sie sich darauf einlassen, dann sind Sie in der Tat mit den falschen Partnern gesegnet. Das muss man mal ganz deutlich sagen. Und deshalb danke ich auch sehr dem Herrn Köttnitz, der das gestern einfach mal klargezogen hat und gesagt hat, dass dieser Radweg öffentlich gewidmet ist. Und jetzt mal Verwaltungsrecht für Anfänger, ja, eine öffentliche Widmung eines Radweges geht dem zivilrechtlichen Eigentum vor. Punkt, fertig, aus. Deshalb, wenn der Bagger kommt, Schlüssel wegnehmen, fertig. So, als nächstes die AfD-Fraktion, Herr Engler. Sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren Stadträte, um eines klar und deutlich voranzustellen, die Fraktion der AfD wird den vorliegenden Antrag in seiner Gesamtheit ablehnen. Den einzigen Punkt, den wir in der gegebenen Situation für angebracht halten, ist der Punkt 1, nämlich die sofortige Aufhebung des Beschlusses vom 22. Januar dieses Jahres. Denn wir fordern nichts anderes, als dass Marina Garden, als dass der Dresden Bau GmbH keine Steine mehr in den Weg gelegt werden. Zu den weiteren Punkten sehen wir gerade in der Aufstellung eines neuen Bebauungsplanes keinen objektiven Bedarf. Vielmehr scheint es jedoch einen wie auch immer gelagerten rot-rot-grünen Bedarf zu geben, Investoren vor den Kopf zu stoßen und ihnen den Glauben an Politik und Verwaltung der Stadt Dresden zu rauben. Es wird wieder einmal verdeutlicht, dass unsere Stadtpolitik scheinbar unzuverlässig und unberechenbar sei. Beschlüsse haben keinen Bestand, da sie klientelpolitischen Spekulationen und Reichenbashing weichen müssen. Offensichtlich wird dies, wenn man in Ihren Ersetzungsantrag, den wir vorhin unter Top 12.1 besprochen haben, oder auch den einen oder anderen meiner Vorredner folgen kann, denn es ist letzten Endes doch nichts anderes als sozialistischer Beglückungswahn. Und wenn ich den Bildervortrag noch einmal mir in Erinnerung rufe, dann möchte ich auch dafür danken, denn als Ostdeutscher bin ich doch sehr dankbar für die Befreiung vom Sozialismus von vor 25 Jahren. Denn ich bin noch sehr zuversichtlich, wenn es nicht dazu gekommen wäre, würde es von Rostock bis Suhl dann noch genauso aussehen, wie dort auf diesen Bildern dargestellt. Die Stadt Dresden hatte ein Vorkaufsrecht für das betreffende Grundstück, das nicht wahrgenommen wurde. Es gab eine mehrjährige Planung für das Projekt Marina Garden. Es wurden Kompromisse geschlossen zur Bebauung, die Höhe der Gebäude wurde angepasst
und die Nähe zur Elbe wurde auch wiederum besprochen. Dabei zeigte sich die Dresden Bau GmbH und die Frau Töberich immer äußerst kooperativ. Auch die Öffentlichkeit wurde frühzeitig und überaus sachlich in dieses Projekt mit einbezogen. Da man hier dem Projekt Marina Garden als solches keinen Vorwurf machen kann, kommt man dafür auf angebliche Sachlagenänderungen durch das Hochwasser von 2013. Und in diesem wird gerade auf zwei Gutachten Bezug genommen, die jetzt auch in der Begründung, die kurz erwähnt ist in der Vorlage, von der Stadtverwaltung mit aufgegriffen werden, dass eine beim Hochwasser Juni 2013 eine 30 cm höhere Wasserspiegellage festgestellt worden. Und das überträgt man dann weiterhin auf den HQ-100-Wert und hat deswegen eine höhere Überflutungszone und ein höheres Schadenspotenzial. Interessanterweise muss man dabei aber auch festhalten, dass diese beiden Gutachten zu sehr unterschiedlichen Ergebnissen kommen. Und beim einen Gutachten wird von 15 Millionen Euro Schadenspotenzial gesprochen, im anderen von rund 62 Millionen Euro bei den in Klammern 30 cm höheren Wasserspiegellagen. Inwieweit man dort sich auf diese Gutachten verlassen kann, sei an diese Stelle dahingestellt. Weiterhin wurde die fachliche Eignung durch eine mir vorliegende Stellungnahme des Berliner Professors Dr. Hinkelmann von der TU Berlin ausdrücklich und klar widerlegt. Sehr geehrte Damen und Herren Stadträte, die Fraktion der AfD hat sich intensiv mit dem Planungsstand für Marina Garden auseinandergesetzt und bei Umsetzung dieses Planungsstandes würde ein modernes Stadtquartier entstehen, welches das gesamte Stadtgebiet aufwerten würde, welches gut durchgrünt ist und es dem Belang des Hochwasserschutzes Genüge tut. Und das auch ohne diese 30 Zentimeter des Herrn Körndorfer. Vielmehr blieben der Stadt sogar eigene Hochwasserschutzmaßnahmen erspart. Stattdessen aber, wenn wir dem rot-rot-grünen Projekt folgen, begeht die Stadt anscheinend bewusst einen Verstoß gegen ihre Amtshaftungspflicht. Sie handelt wider besseren Wissen und lässt es auf eine Schadensersatzklage in Millionenhöhe für Dresden ankommen. Und das in Zeiten klammerwerdender Kassen und eines ohnehin sehr gutgläubig kalkulierten Haushaltsplanes. Sehr geehrte Damen und Herren Stadträte, wir sollten schon allein aus Verantwortung gegenüber unseren Dresdner Bürgern es nicht auf Schadensersatz für die Dresden Brau GmbH mit Frau Töberich von ca. 11 bis 15 Millionen, wie Sie selbst sprechen, ankommen lassen. Was wir stattdessen beschließen sollten, ist, diese 240 neuen Wohneinheiten endlich bauen zu lassen, um damit den Dresdner Wohnungsmarkt zu entlasten. Vielen Dank. Als nächstes FDP Freie Bürgerfraktion, Herr Fischer. Sehr geehrter Herr Bürgermeister, meine Damen und Herren, ich bin dem Herrn Wirtz dankbar über die Bilder, die waren mal richtig klar, aber das war auch das klarste und einzige heute. Ich frage mich, wo hat er die Bilder gemacht? Durfte er überhaupt auf das Gelände drauf? Na, das würde ich schon ein bisschen anzweifeln. Aber lassen wir es weg. Was mich mehr interessiert ist, wie soll denn ein Gelände aussehen, wo gerade abgerissen wird? Ich habe schon so viele Abrisse hier gesehen und auch manchmal richtig bewundert zugeschaut, wie hier Wände fallen. Wo abgerissen wird, das sieht es so aus. Und bei dem einen Großfoto, wo wir uns hier Schimpfwörter an den Kopf warfen, bin ich doch bestätigt worden, das ganze Gebiet ist doch ein fürchterliches Gebiet. Jemand, der es mal machen will, wenn Sie es mal machen, irgendwann müssen Sie genauso abreißen. Ja, und Herr Dr. Lames, Sie haben vorhin so schön gesagt, Sie wollen klarstellen. Das machen Sie immer so tapfer, das Klarstellen. Aber vorhin in der Bauausschusssitzung, in der Sondersitzung, das war eine Schlacht mit Nebelkanonen. Da hat keiner mehr durchgesehen eigentlich. Sie, ja gut, okay. Aber ich habe nicht mehr durchgesehen. Und das kann man ja ganz ehrlich zugeben. Aber was mich wütend gemacht hat an der Stelle, wie viele Argumente man so holt im Nebel. Da holt man ja jetzt sogar die Brücke Erfurter Straße. Ich kann mich erinnern, vor 10 Jahren stand ich hier mal vor Ihnen und habe diesen Antrag eingebracht, zu prüfen, ob man nicht die Brücke wieder bauen kann. Jetzt haben wir die ganzen Gutachten, diese guten Gutachten, bekommen. Und es ist eindeutig gesagt, also diese Brücke, die ist sinnlos dort. Die hat kein Grün, kein Gelb, die hat eigentlich nur Rot in der Bewertung. Warum bringt man das jetzt wieder rein? Ich werde immer vorsichtig, wenn solche Argumente kommen. Also deshalb können wir trotzdem nicht zustimmen. Danke.
So, damit wären wir durch die Fraktionsrunde durch. Weitere Wortmeldungen sind mir angezeigt worden. Frau Dr. Kaufmann, Herr Wirtz, Herr Thiele. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, meine Vorredner, die haben viel erzählt, ohne wirkliche konkrete Inhalte zu benennen. Es wurde geschwafelt, es wurde geschimpft, es wurden Fakten sozusagen in eine Richtung versucht zu lenken, die der ganzen Sache, der ganzen Debatte nicht angemessen ist. Meine sehr geehrten Damen und Herren, vor allen Dingen von der rechten Seite, was machen wir heute? Wir stellen einen Bebauungsplan auf. Einen Bebauungsplan, der in seiner Funktion als Bebauungsplan, nämlich als Gestaltungsmittel, von der Investorin von Anfang an bekämpft wurde. Sie wollte Wohngebäude errichten, quer zur Fließrichtung der Elbe und damit rechtswidrig in dieser Weise. Und ich denke, es ist unser legitimes Recht, an dieser Stelle einen Bebauungsplan zu fordern. Und es ist unsere verdammte Pflicht, nicht für Sie, sondern für den Stadtteil Pieschen. Für die Gestaltung des gesamten Stadtteils ist es eben wenig sinnvoll, wenn eine Investorin darstellt, dass sie, wenn denn irgendwann mal eine neue Flut käme, ihre Gebäude geschützt werden würden. Ihre Gebäude zu schützen, das stelle ich schon mal in Frage, dass das in dieser Weise funktionieren könnte, nach ihren Planungen, bedeutet, wer schützt den Rest des Stadtteils, der, wenn wir keinen Gebietsschutz hinbekämen, überflutet werden würde. Und ja, 30 Zentimeter sind eine ganze Menge, nämlich für jene, die vom Wasser verschont werden, beziehungsweise für jene, die nicht vom Wasser verschont werden. In der Summe geht es schnell in die 10er Millionen Höhe. Und ich komme zurück zum Punkt. Wir stellen heute einen Bebauungsplan auf, um zu gewährleisten, dass alle Belange von der Umwelt, vom Städtebau, von Sozialperspektiven abgewogen werden. Und wir haben diese Pflicht. Und was haben wir gemacht als Kooperation? Wir haben einfach die Ziele geschärft. Die Ziele in einer Weise geschärft, dass sie nicht einer Investorin, Schrägstrich Projektentwicklerin, zugutekommen allein, sondern dem Stadtteil. Und ich denke, auch wenn Sie hier schimpfen und wettern, dies muss unser gemeinsames Ziel sein. Und ich bitte Sie deswegen, diesem Aufstellungsbeschluss in dieser Weise, wie er auch vom Ortsbeirat Pieschen und vom Ortsbeirat Neustadt mitgetragen wurde, mit uns gemeinsam zu fassen. Vielen Dank. Herr Wirtz und dann Herr Thiele. Herr Fischer, durfte ich das? Es ist so, das ist erstmal im Zusammenhang mit Frau Töberich eine merkwürdige Frage, weil ich erinnere mich, dass die Frau Töberich zu Zeiten des Untersuchungsausschusses Technisches Rathaus, als sie die Oberbürgermeisterin Helma Oros verklagt hat und den Finanzbürgermeister mit einer Strafanzeige überzogen hat, ist alles abgewiesen worden. Ja. Da ist nichts durchgekommen, dass sie damals eine Kernbohrfirma beauftragt hat, im Technischen Rathaus, was der Stadt Dresden oder Stadt Dresden gemietet war, was einem Vermieter gehörte, ohne Rückfrage, dort irgendwie hat Kernbohrungen gemacht hat und Bohrkerne gezogen hat. Insofern müsste ich die Frage zurückgeben. Jetzt kann ich Ihnen aber auch Folgendes sagen. Ich habe normalerweise Baustellenschuhe, einen Helm und eine orangene Weste und alles Mögliche, aber ich bin dort mit meinen besten Schuhen gegangen und muss Ihnen ehrlich sagen, Herr Fischer, es hat mich nichts aufgehalten. Kein Schild, kein Zaun, nichts. Ich bin über nichts drüber gestiegen, habe nichts geöffnet. Und überhaupt, wenn Sie richtig hingesehen haben, vom Elbradweg ist das vollkommen unabgesperrt. Da kann jeder ran. Das ist ja meine Rede gewesen. Dort müsste ja mal was getan werden. Dort müsste man ja mal verhindern, dass was passiert. Aber das ist ja nicht. 11 bis 15 Millionen, wo ist denn die Zahl her? Die ist unfundiert. Das ist eine Zahl, die man erstmal in den Raum stellt, um die Leute einzuschüchtern. Das funktioniert bei uns nicht. Es gibt drei verschiedene Sorten von Investoren. Die einen, die spielen das Investorenspiel als Schachspiel. Die haben eine Strategie, die machen ihre Züge, das sieht elegant aus, Wiener Platz. Die bauen hier jetzt den Wiener Platz, hier das Wiener Loch, da wird er ausgebaut am Wiener Platz. Die machen jetzt das nächste hinter der Theaterstraße. Das sind Leute, die machen ein Angebot, das kann man nur sagen. Das wird durchgewunken im Bauausschuss, sind alle zufrieden, sagen, wann geht's endlich los. Da weiß man, wovon die reden, die haben ganz klare Vorstellungen, wie das läuft und die Kräne drehen sich, hat keiner ein Problem. Dann gibt es andere Investoren, die machen das als Skatspiel.
die überreizen mal ihr Blatt. Dann haben sie wieder mal ein gutes Blatt und spielen sie ganz gut. Das macht so plus minus null. Einmal machen sie Verlust und haben Schwierigkeiten. Einmal läuft es glatt durch. Ich will jetzt keine Namen nennen, wen ich da sehe. Und dann gibt es Investoren. Und da zähle ich die erwähnte Baulöwin dazu. Die spielen das Spiel als Pokerspiel. Und die haben meist nichts auf den Karten, die bluffen. Die spielen alles oder nichts, zwar Bank. Und ich kann Ihnen sagen, wenn Sie in 20 Jahren schon mal so viel von diesem Typ haben, kommen und gehen, und vor allen Dingen gehen sehen, in welcher Weise die gegangen sind, dann geben Sie auf diese Drohung überhaupt nicht. Das ist heiße Luft, um den Stadtrat einzuschüchtern, um der Öffentlichkeit im Prinzip aus einer Angststrategie dieses Bauvorhaben zu befördern, wo ich sage, ich habe keine Angst vor einer Klage der Frau Töberich, die hat so viele Klagen verloren, siehe damals Helma Arras, da durften sie eigentlich auch nicht so sehr dafür sein. Sie blufft dort und ich denke mal, es ist wieder eine Einschüchterungsstrategie. Es wäre besser, wenn sie kooperiert, da würde man weiterkommen. Mit dieser Strategie wird sie nichts erreichen, weil wir wissen, es ist heiße Luft und werden uns so verhalten. Vielen Dank. Und Herr Thiele. Ja, also ein paar Sachen möchte ich ja doch noch mal kurz Stellung beziehen und ich möchte auch mal mit einem Märchen endlich aufräumen, was hier seit geraumer Zeit durch diese Stadt getragen wird. Dieses Märchen lautet, wir brauchen bezahlbaren Wohnraum. Was wir brauchen in Wirklichkeit ist auch Wohnraum im höherpreisigen Bereich, dafür gibt es nämlich eine Nachfrage und die wäre dort bedient worden. Was ich vorhin natürlich nicht gesagt habe, ist, dass Frau Töberich mit ihrem Projekt entsprechend preiswerten Wohnraum schaffen will. Das wollen sie nicht. Ne? Aber wenn Leute dann dort bei ihr einziehen, schaffen sie Wohnraum in anderen Teilen dieser Stadt, der dann wieder entsprechend nachgefragt wird, auch in einer Preiskategorie, die dann etwas bezahlbarer ist. Und damit würde man eben zu einer Entlastung des Wohnungsmarktes in dieser Stadt beitragen. Das verhindern Sie, indem Sie hier heute genau das beschließen, was hier jetzt in Punkt 13 vorgelegt wird. Richtig, Herr Scholbach. Ich glaube, das würde funktionieren und ich denke, die Investoren, die privatwirtschaftlichen Investoren, haben von der ganzen Thematik viel mehr Ahnung als Sie. Davon bin ich fest überzeugt. Sie beschließen hier heute einen Aufstellungsbeschluss, wie Sie sagen. In Wirklichkeit verzögern Sie dieses Vorhaben mindestens 5 Jahre. Sie wollen einen Gebietsschutz für den gesamten Bereich zwischen Marienbrücke und Pieschen entsprechend realisieren, ohne dass dafür auch nur 1 Cent in Ihrem Haushalt steht. Denn wir wissen alle, so ein Gebietsschutz kostet 8 Millionen Euro. Und da können Sie mal nachschauen, ob sich dazu eine Position findet in Ihrem Haushalt, im aktuellen oder auch in dem mittelfristigen. Nicht einen einzigen Cent werden Sie finden. Und wie Sie das dann entsprechend realisieren wollen, das bleibt offenbar Ihr Geheimnis hier heute und auf eine Erklärung bin ich mal gespannt. Den Masterplan, den Herr Lames vorhin so enthusiastisch gelobt hat, den gibt es schon. Wir bräuchten uns nur an diese Beschlussfassung zu halten. Dann hätten wir entsprechend hier 2 Investitionsprojekte. Für einen hatten wir im letzten Jahr einen Aufstellungsbeschluss gefasst. Herr Dr. Böhme-Kurn hat es vorhin schon gesagt. Den hätten wir nur umsetzen müssen. Dazu ist heute wieder ein Schritt zurückgegangen worden von Ihnen in dem vorherigen Beschlusspunkt. Wie es mit diesem Projekt weitergeht, da bin ich ganz gespannt drauf. Wie gesagt, wir werden es dann auch konstruktiv begleiten und hoffen, dass Sie das wenigstens dann in die Realisierung bringen. Und das andere Projekt, über das wir jetzt gerade reden, das wäre natürlich auch im Rahmen des gültigen Baurechts umgesetzt worden. Sagt ja niemand, dass hier das ganze Baurecht, das deutsche Baurecht, außer Acht gelassen worden wäre und weggeschoben worden wäre, sondern die Investorin hätte sich natürlich an die Dinge gehalten. Sie hat zu allen Themen, die angesprochen wurden, wo sie kritisiert wurde, auch entsprechenden Gesprächsbedarf realisiert. Sie hat bei allen Themen auch ihr Entgegenkommen bekundet. Sie hat nachgewiesen, wie übrigens auch USD, dass für Ihr Vorhaben der Hochwasserschutz gewährleistet worden wäre. Und ich sage Ihnen eins, wenn man mit diesen Investoren entsprechend anders umgeht, dann hätte man hier schon mal einen ersten Schritt getan für die Realisierung eines Hochwasserschutzes. Denn alle Anlagen, die dort entsprechend
geplant waren, hätten sich eingefügt in einen Gebietsschutz zwischen Marienbrücke und dem Pieschner Winkel. Was Sie hier heute machen, ist ein Schritt zurückgehen, einen risikoreichen Weg beschreiten, wo die Realisierung von Investitionsvorhaben in diesem sehr hochwertigen Gebiet, was sehr begrüßenswert wäre, weil es im Moment doch wirklich sehr verwahrlost aussieht, auch verwahrlost aussah, bevor entsprechend abgerissen wurde. Das wird auf die lange Bank geschoben durch Sie, weil kein einziger Cent für den Hochwasserschutz, für den von Ihnen gewollten Gebietsschutz im Haushalt steht. Und als Letztes möchte ich noch ein Wort sagen zu unserem OB-Kandidaten, der nämlich versucht hat, Herr Lichti, der versucht hat, und das war der Erste, der hier aufgetreten ist, eine entsprechende Lösung zu finden. Ja, im Sinne dessen, dass die Projekte endlich zur Realisierung gekommen wären. Leider ist das von Ihnen nicht erkannt worden, diese Chance, die sich damit auch bietet, und wird von Ihnen in den Wind geschlagen. Ich glaube, so sollten wir hier nicht umgehen mit Leuten, die entsprechend in dieser Stadt etwas realisieren wollen. Und das ist nicht unser Weg. Vielen Dank. Als nächste Wortmeldung Herr Blümel, dann Herr Lichti. Sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich will jetzt gar nichts zu unserer Position mehr sagen, aber manchmal sind ja solche Debatten auch erhellend für die Haltungen, die andere haben, und erhellend für die Öffentlichkeit. Ich habe jetzt gerade gelernt bei Herrn Thiele, Herr Ulbich ist der Erste, der sich überhaupt um dieses Thema bemüht. Das heißt, die Oberbürgermeisterin, die jetzt 7 Jahre lang im Amt war, Helma Aures, hat sich nicht bemüht. Haben wir jetzt gerade gelernt. Das ist das Erste, was wir gelernt haben. Doch Sie haben gesagt, Herr Ulbich ist der Erste, der sich intensiv überhaupt um dieses Thema bemüht. Das Zweite ist, Sie werfen uns vor, dass wir einen Gebietsschutz für dieses Gebiet errichten wollen. Dass wir also Hochwasserschutz für all die Menschen errichten wollen, die 2002 und 2013 von der Überschwemmung dort bedroht waren, und dass der Amtsleiter des Umweltamtes, der uns sagt, das ist vernünftig und sinnvoll und das sollten wir auf jeden Fall tun, dass der Unrecht hat, weil es wäre ja eigentlich nur die Aufgabe, dass man für jetzt neu zu errichtende Wohngebäude einen Schutz für Hochwassersituationen schafft. Das heißt, all die anderen Menschen, die dort wohnen, das sind über 2000, wenn ich es noch richtig in Erinnerung habe, lassen Sie einfach so im Raum stehen, für die kümmern wir uns jetzt nicht. Also ich finde, solche Debatten sind sehr erhellend. Die CDU ist der Meinung ihrer Oberbürgermeisterin, ihr Baubürgermeister haben nichts getan und Flutschutz für all die anderen Betroffenen sollen wir nicht errichten. Danke für die Klarheit. Herr Lichti. Sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, ich muss schon sagen, nach dieser für mich doch teilweise erschütternden Debatte, ich kann nur sagen, Dresden hätte wirklich eine bessere Opposition als Sie verdient. Also wirklich, ich kann ja verstehen, wenn der Schmerz über die Wahlniederlage noch wirklich tief sitzt und brennt in Ihrer Brust, als im September, Oktober 2014, dass Sie dann sich hier hinstellen und sagen, ja, wir sind Investorenschrecks, wir sind ganz furchtbar, wir tun die Stadt in den Abgrund rammen und so weiter und so weiter. Aber ich sage Ihnen, wir haben mittlerweile April 2015. Das heißt, Sie müssen einfache Male jetzt zu einer Oppositionspolitik sachlicher Art finden. Und das ist einfach die Frage, wollen Sie das oder wollen Sie das nicht? Und die heutige Debatte zeigt einfach, Sie sind dazu noch nicht in der Lage. Sie sind dazu noch nicht in der Lage. Sie wiederholen Ihre Worthülsen, die Sie schon im September 2014, mit denen Sie uns damals schon genervt und gelangweilt haben. Ich habe keinen einzigen sachlichen Beitrag gehört. Und jetzt Herr Thiele. Herr Kollege Blümel hat es schon gesagt. Ganz, ganz einfach auch für Sie. Frau Töberich möchte über die allseits favorisierte Ideallinie des Gebiets Hochwasserschutzes bauen, wie die Kollegin Dr. Kaufmann gesagt hat, quer zur Fließrichtung.
Nochmal, ganz langsam. Das ist der Worst Case für Hochwasserschutz und für die Menschen, die in diesen Gebäuden wohnen. Wer den Anspruch erhebt, in der Stadt Dresden eine verantwortliche Politik für die Menschen in die Stadt zu machen, der kann das nicht zulassen. So einfach ist das. Zur Geldbereitstellung. Herr Thiele, Sie waren doch dabei bei der Besprechung, die Herr Bürgermeister Marx moderiert und eingeladen hatte. Sie waren doch dabei. Und Sie wissen doch ganz genau, dass fraktionsübergreifend, wir uns darauf verständigt haben, die von Herrn Dr. Korndorfer geforderten für notwendige 850.000 Euro für die erste Prüfung bereitzustellen. Und was haben wir getan? In dem Beschluss vom letzten Beschlusspunkt Masterplan, genau da haben wir das getan. Weil Sie jetzt sich hier hinstellen und sagen, wir hätten das ja nicht gesichert, diese 8 Millionen. Ja, selbstverständlich. Wir müssen planen, wir müssen sorgfältig planen, wir müssen beschließen, wir müssen auch noch, wie Sie wissen, eine Vereinbarung im Freistaat über die Planung und so weiter treffen und so weiter und so weiter. Das heißt, wir sind überhaupt noch nicht in der Lage oder in der Pflicht, jetzt überhaupt irgendwelche Mittel im Haushalt bereitzustellen. Nein, meine Damen und Herren, das, was Sie hier abspielen, das zeigt einfach nur Ihre Not, einen inhaltlichen, überzeugenden OB-Wahlkampf zu führen. Und es ist schon jämmerlich, dass sich Ihr Kandidat als Innenminister und oberster Dienstherr der Landesdirektion jetzt hier ausgerechnet Frau Töberich als Partnerin sucht, um den Dresdnerinnen und Dresdnern seine Seriosität seiner Stadtentwicklungspolitik darzustellen. Ich bin überzeugt davon, dass sich die Dresdner und Dresdnerinnen davon ein sehr, sehr gutes Bild machen können. Und ich sage, jetzt setze ich noch mal eins drauf. Ich habe gerade eben gehört, ich weiß nicht, ob es stimmt, beantworten Sie doch die Frage, dass bei dem Gespräch, das Frau Töberich in der Landesdirektion, wo dort die Beamten ihre Pflicht tun, wo sie das geführt hat, dass dort Herr Ulbich anwesend war. Ja, was macht denn der dort? Ja, es wurde gestern so mitgeteilt von Journalisten. War der denn dort anwesend? Ich sage Ihnen, ich habe den Eindruck, dass Herr Ulbich in Ermangelung echter Wahlkampfthemen und echter Vorschläge für die Stadt hier sich wirklich seine Position instrumentalisiert, um hier wirklich billigen Wahlkampfklamauk zu machen. Und genau das führen Sie hier auch auf. Tut mir leid, es musste mal gesagt werden. So, meine Damen und Herren, weitere Wortmeldungen liegen mir nicht vor. Da könnten wir in die Abstimmung schreiten. Es liegt uns ein federführender Ausschussbericht vor. Druckfrisch vor der Sitzung. Wer dem seine Zustimmung geben möchte, den bitte ich jetzt ums Handzeichen. Gegenstimmen? Stimmenthaltungen? Ja, 32 Nein, keine Enthaltung, damit so angenommen. An dieser Stelle